Reisende reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Kado, moin moin. Hier mal die Frage von ihm und dazu gucken wir mal ganz kurz. So, und zwar bin ich jetzt mal hier, wer meine Videos verfolgt, schau mal, du verfolgst sie. Hier sind die Aufbauten mit den, die lila LED oder was doch immer das ist. Und hier die grüne. Leider blinkt die jetzt wieder mehr, mir ist leider der Aufbau mal runtergefallen und dadurch blinkt es jetzt wieder. Keine Ahnung, vorher hat es sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Ich mache jetzt mal hier das Licht an, dass man hier mal messen kann. Es ist dasselbe Multimeter wie immer. Ich habe hier aufgeschrieben, Start 10.02. 1,338. Und hier habe ich aufgeschrieben, wartet mal, ich will jetzt hier nicht abreißen, kurz vorm Messen. Ich nehme jetzt immer mit dem Handy gleich auf, weil die Kamera ist Akku leer. So, Start 30.01. mit 1,326 Volt. So. Das zieht angeblich 0,02 Milliampere und das angeblich 0,01 Milliampere. Also das mit diesem Laserserver, was ich dir geschrieben habe. Normalerweise müsste die Batterie ja langsamer fallen, weil es ja weniger verbraucht. Deswegen habe ich schon Verbrauch in Anführungszeichen. Wir gucken mal, ob das jetzt Sinn hat. Also das ist länger an und verbraucht mehr und ist heller. Und es blinkt auch nicht. Ne? So, schaffen wir es noch an. Ja, man sieht es blinken. So, dann müssen wir hier noch an Minus. Zack. So, dann sind wir bei 1,26 Volt. Also die ist jetzt ordentlich gefallen. Ne? Mit kaum Licht und bla bla bla. Ne? So wie es halt alle machen. So, jetzt gucken wir mal bei meiner Geschichte hier. Plus ist hier. Ja, guckt, hier seht ihr das, ne? So fällt es dann immer runter. Ne, also, ich kann euch das auch nicht sagen. Keine Ahnung, das ist krass. Das ist das, was alle haben. Darum geht's.